Jo, hallo Leute, ich würde mal sagen, jetzt könnt ihr schon mal sehen, was das nächste Kapitel sozusagen sein wird vom Let's Play her. Und ja, ich lasse das Anfangskapitel von dem Spiel jetzt einfach erstmal starten und dann, ja, geht's dann auch schon los mit dem Let's Play, mit der Kampagne. Mit der Kampagne, ich werde wahrscheinlich gut ausprobieren oder böse, mal gucken. Wahrscheinlich sowieso beide. Zuerst startet sie ja mit den Elben und dann werden wir gleich mal in der Kampagne starten. Ja, also das war das Einführungsvideo und jetzt sehen wir, welches Spiel das ist. Und ja, ich kann sagen, die Böse oder die Gute? Ich würde sagen, wir starten die Böse, ich habe sonst immer die Gute gespielt. Ich würde sagen, starte ich erstmal die Böse und dann nachmachen die Gute. Und also ich weiß es jetzt nicht, wie wir es machen. Wir können ja theoretisch eigentlich auch leicht nehmen jetzt so am Anfang, da das ja einfach nur da ist, die Kampagne zu zeigen, also die Story, sag ich jetzt mal. Dann werden wir wahrscheinlich die Gute auf Mittel spielen. Also, vielleicht. Na ja, gut, ich muss mir auch erstmal wieder ranken, ich habe das monatelang nicht gespielt. Ja, und jetzt gucken wir noch das Einführungsvideo, und dann ist auch schon der erste Part wieder fast zu Ende. Das Ende des dritten Zeitalters. Mittelerde steht am Rande des Abgrunds. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In
In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Okay. Ich dachte, das wäre die böse Kampagne. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Ja, okay, jetzt lädt die böse Kampagne. Der dunkle Herrscher Sauron weitet seinen Einfluss über ganz Mittelerde aus. Orks steigen aus dem Nebelgebirge herab. Eine gewaltige Armee hat Dol Guldur die dunkle Festung in Düsterwald verlassen. Ja, das geht schnell. Der Krieg im Norden beginnt in Lothlorien. Dort versucht der Herr von Dol Guldur, die Elben der nahegelegenen Wälder zu zerschmettern. Lange haben wir den Angriff auf Lorien vorbereitet. Die Elben haben unsere Armeen lange genug zum Narren gehalten. Doch das hat heute ein Ende. Wir müssen eine Armee ausheben, bevor wir die Elbenstadt angreifen. Zuerst muss uns ein Baumeister eine Höhle bauen. Gut, okay. Dann beenden wir jetzt einfach mal den ersten Part und gehen dann im zweiten Part nach den Aufgaben weiter.